Wir fangen an mit dem Thema, ja, und fragen erstmal, wie kriegt man das richtige Ergebnis? Und ich habe, kann ich sagen, in diesem Thema wirklich viel gelesen. Ich habe das Thema sozusagen hinter mir, denn ich war Christ gewesen. Und also, bevor ich den Islam angenommen habe, habe ich die Bibel komplett gelesen. Und das Neue Testament danach nochmal komplett gelesen. Den Koran dreimal komplett gelesen. Über Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter, Konfuzianismus gelesen. Und ich habe mich damit beschäftigt, nach der Wahrheit gesucht. Und ich habe Bücher gelesen von Juden, die die Trinität verwerfen. Ich habe Bücher gelesen von Muslimen, die die Trinität verwerfen. Und ich habe Bücher gelesen von Leuten, die weder Muslim noch Christ sind, die die Trinität, und Trinität bedeutet das Konzept, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und alle drei zusammen sind nur ein Gott. Das christliche Konzept. Hier, die das verwerfen. Und ich habe diese Informationen aufgenommen. Meine Aufgabe ist es heute, in kurzer Zeit diese Meter- oder Meileninformationen zu komprimieren in einem Vortrag, sodass jeder Laie, der hier sitzt, rausgehen kann und hat etwas mitgenommen und verstanden. Das ist das Ziel. Und möge der allmächtige Gott uns die Wahrheit zeigen. Es gibt drei Herangehensweisen. Es gibt einmal die historische Herangehensweise, es gibt die philosophische Herangehensweise und es gibt die Herangehensweise, dass man die Textstellen untersucht, die herangeführt werden, um zu sagen, dass Jesus Gott sei, laut Bibel. Die Christen, die Katholiken, Protestanten vorbringen. Was die historische Herangehensweise angeht, so sehen wir, dass die Trinität ein Konzept ist, das im 4. Jahrhundert nach Christus seine endgültige Form angenommen hat. Auf dem Nizäischen Konzil im Jahre 325 nach Christus wurde beschlossen, unter Druck von Kaiser Konstantin, dass Jesus Gott ist. Und was viele nicht wissen, ist, dass es zur damaligen Zeit zwei große Strömungen innerhalb der Kirche gab. Es gab einmal die athanasianische Strömung vom Bischof Athanasius und einmal die von Arius. Und erst im 6. Jahrhundert hat sich praktisch endgültig diese athanasianische Schiene richtig durchgesetzt. Unter dem Einfluss von Kaisern, Heiden, der Römer. So seht ihr zum Beispiel heute, dass der Feiertag der Christen, der wöchentliche Feiertag, der Tag des Gottesdienstes, welcher Tag ist? Der Sonntag. Warum? Eigentlich bei den Juden ist es der Samstag. Warum wurde der Sonntag gewählt? Der Name Sonntag geht zurück auf die Anbetung des Sonnengottes. Der bei den Römern wurde an diesem Tag der Sonnengott angebetet. Deswegen haben wir auf Englisch Sunday und auf Deutsch Sonntag. Sunday, der Tag der Sonne. Weihnachten, eines der größten christlichen Feste, geht zurück auf einen heidnischen Brauch. Jesus ist nicht im Winter geboren. Das heißt, hieran sieht man historisch, wie der Gesellschaft dieses System übergestülpt wurde. Und es gab große Kontroversen. Zunächst 325 nach Christus kam Jesus ins Spiel, als Gott, danach der Heilige Geist noch dazu und so weiter. Das ist historisch. Wir sagen als Frage, und die historische Herangehensweise ist für mich nicht die endgültige Herangehensweise, sondern mir geht es hauptsächlich um die Textstellen. Ich will das nur kurz erwähnen. Wie kann es sein, wenn Gott sich offenbart in einem Buch, dass das Grundkonzept nicht eine Kleinigkeit, nicht etwas, was weniger wichtig ist, sondern dass das Grundkonzept solche Kontroversen aufgeworfen hat? Das ist eine Frage. Aber für mich ist das nicht das endgültige Wort. Vielleicht sagt irgendein Christ, ja okay, es gab halt diese Meinungsverschiedenheiten. Aber es sollte zumindest ein unterstützender Beweis sein. Die nächste Herangehensweise ist die philosophische Herangehensweise. Und ich habe ein Buch gelesen,
Das heißt Idharul Haqq von Rahmatullah Kairanvi aus Indien. Das ist ein muslimischer Gelehrter, der zur damaligen Zeit, nachdem die Christen Indien kolonisiert haben und wollten dort die Menschen zum Christentum rufen, zu diesem Zeitpunkt hat er Auseinandersetzungen gehabt mit den Missionaren und hat mit ihnen diskutiert. Und er hat sie besiegt. Und er ist übrigens der Vorreiter von Ahmadinejad. Wer kennt die Ahmadinejad? Kennen sehr viele. Er ist sozusagen der Lehrer von Ahmadinejad, weil Ahmadinejad hat seine Bücher gelesen. Und ich habe das gelesen und ich habe gesehen, dass er mit sehr vielen philosophischen Argumenten kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach finde ich diese Argumente nicht so stark. Zum Beispiel das Argument 1 plus 1 plus 1 sind 3 und niemals 1. Wie kann der Vater Gott sein, der Sohn kann Gott sein, der Heilige Geist kann Gott sein und alle drei zusammen sind ein Gott? Wie geht das? Natürlich, aber damit wird man vielleicht jemanden, der die Trinität aufgesaugt hat, nicht überzeugen können. Dann kommt der Christ und versucht zu erklären, ja, guck mal, die Trinität ist wie Wasser. Wasser gibt es in verschiedenen Aggregatzuständen. Flüssig, fest, gasförmig. Ja? Und so gibt es Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da sagt dann der Muslim, mir ist es schon passiert, da kamen Muslime und haben uns geschrieben, was sollen wir darauf antworten? Ich bin total verwirrt. Wofür bist du verwirrt? Erstmal ist Gott kein Wasser, Punkt 1. Das ist schon mal klar. Leisaka mit Flischei, nichts ist im Gleichen. Punkt 1. Zweitens, was hat er hier bewiesen? Denn wir müssen bei jeder Herangehensweise präzise sein. Präzise sein. Hat er hier bewiesen, dass Jesus Gott ist? Nein. Er hat hier nur bewiesen, dass er die Trinität erklären kann mit einem Beispiel. Es gibt einen Unterschied zwischen Erklärung und Beweis. Ich kann zum Beispiel erklären, wie ein Räuber einen Panzerschrank knackt. Das heißt aber nicht, dass ich damit bewiesen habe, dass XY diesen Panzerschrank geknackt hat. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wo sich einige Leute verwirren lassen. Das heißt, selbst wenn du mir mit tausenden Beispielen kommst, dass die Trinität möglich sein könnte, was wir klar sagen, dass es der Logik vollkommen widerspricht, das nur nebenbei, selbst wenn er das könnte, ist es kein Beweis dafür. Deswegen für mich diese Herangehensweise schließe ich sowieso von vornherein aus. Aber wir sagen dann, da kommt der Muslim und sagt, okay, kein Problem. Du sagst, die Trinität ist wie Wasser, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Aggregatzustand, flüssig, fest, gasförmig. Ja? Dann sagen wir, okay, der Komponent von Wasser, Eis und Wasserdampf ist immer H2O, ja? H2O, Wasserstoff, Sauerstoff. Aber in der Trinität sagt die Bibel, dass Gott und der Heilige Geist Geister sind. Und Jesus ist laut Lukas 20 Fleisch und Knochen. Also hat sich der Komponent geändert, haben wir nicht mehr H2O. Wie in den Dings hatten wir H2O, hier hat sich der Komponent geändert, beispielsweise. Aber das meine ich nur, es sind für mich leere Diskussionen. Worauf es wirklich ankommt, sind handfeste Beweise. Und deswegen wählen wir die textlichen Beweise. Und hier haben wir das Alte und das Neue Testament. Wir sagen, wenn Jesus Gott ist, die Bibel ist laut Christentum ein Buch, das zur Rechtleitung der Menschen herabgesandt wurde. Wenn Jesus Gott ist, dann muss dieses Konzept klar und deutlich in der Bibel vorkommen. Wenn es nicht klar und deutlich in der Bibel vorkommt, dann heißt das, Gott hat einen betrogen. Gott hat einem dies zur Rechtleitung gebracht, hat einem keine Rechtleitung gebracht, sondern Verwirrung. So. Dann schauen wir uns die Bibel an. Im Alten Testament, laut Juden, laut Enzyklopädie Britannica, laut Enzyklopädie Amerikaner, gibt es keinen einzigen eindeutigen Hinweis,
darauf, dass Gott aus drei Personen bestünde, geschweige denn aus einem Vater, aus einem Sohn, aus einem Heiligen Geist, geschweige denn, dass der Sohn Jesus heißt und selber Gott ist. Keinen einzigen Hinweis. Wenn das so ist und das Alte Testament, das erste Buch des Alten Testamentes beginnt 1500 Jahre vor Christi. Das hieße, dass Gott sich 1500 Jahre offenbart hat und kein einziges Mal erwähnt hat, was sein wahres Wesen ist. Wie kann es sein, dass Gott dieses Buch zur Rechtsleitung herabsandt und keinmal erwähnt, dass er Gott ist, 1500 Jahre, wobei doch dieses Konzept notwendig sein soll, um ins Paradies zu kommen? Wie kann das sein? Die Antwort ist, das kann nicht sein. Jetzt kommen natürlich einige Argumente. Und entscheidet selber, ob das eindeutige Argumente sind. Erstes Argument, Gott sagt in der Bibel an einigen Stellen, wir haben erschaffen. Wir, lasst uns erschaffen. Lasst uns den Menschen erschaffen. Erste Frage, ist das ein Beweis, dass Gott in mehreren Personen besteht, in drei Personen besteht? Weil hier muss man wieder präzise sein, ist das ein Beweis, dass Jesus Gott ist? Nein. Könnte es hunderte Götter geben. Aber das ist ein mehrdeutiger Vers. Und es gibt eindeutige Verse, wie zum Beispiel Exodus 20, Vers 4, wo Gott sagt, er ist ein Gott. Punkt. Und wenn wir fragen, in welcher Sprache ist das Alte Testament geschrieben? Aramäisch, Hebräisch vor allen Dingen. Wir fragen diejenigen, die die hebräische Sprache am besten beherrschen. Wer sind das? Die Juden. Was das bedeutet. Und die Juden haben niemals geglaubt, dass Gott aus drei Personen bestünde. Geschweige denn, dass es einen Sohn gibt, der Jesus heißt und Gott ist. Ein Mensch. Das haben sie nie geglaubt. Sondern was bedeutet wir? Das ist eine semitische Sprache. Wie Arabisch. Im Koran lesen wir auch, dass Gott sagt, wir erschaffen. Wir haben bestimmt. Was bedeutet das? Das ist ein Plural des Respekts. Ein Plural des Respekts, der in der ersten Person Plural in den semitischen Sprachen benutzt wird. Genau wie im Deutschen wird er in der dritten Person benutzt. Wenn du zum Beispiel zum Bürgermeister gehst, ja, dann sagst du auch, ey, Bürgermeister, wann ist denn Karneval? 11.11. oder was? Ja, wenn du zum Bürgermeister gehst, dann sagst du nicht, hast du? Dann sagst du, haben Sie Plural? Wer Sie? Ich bin nur einer, Sie. Ja, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ein Plural des Respekts in der deutschen Sprache. Das heißt totaler Blödsinn, was dort erzählt wird. Geschweige denn, dass das ein Beweis wäre dafür, dass Gott aus mehreren Personen bestünde. Genau dasselbe in der Alten Testament wird Gott an vielen Stellen Elohim genannt. Und dieses Im am Ende ist ein Suffix, der auf einen Plural hinweist. Aber komischerweise, wenn wir die Bibel lesen, da sieht man, wie sich manche Leute blöd stellen. Ja? Da lesen wir nicht Götter, 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 wenn Elohim steht. Da lesen wir Gott, Gott, Gott. Warum? Weil dieses Im ist wieder in der hebräischen Sprache für ein Respekt. Ein Plural des Respekts. Das heißt, im ganzen Alten Testament finden wir keinen einzigen expliziten Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist. 1500 Jahre. Was heißt das jetzt? Das heißt, wenn wir jetzt, weil es die These, eine logische These, wenn wir jetzt im Neuen Testament eindeutige Hinweise darauf finden, dass Jesus Gott ist, dann müssen wir sagen, das widerspricht dem Alten Testament, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass 1500 Jahre das Wesen Gottes von Gott persönlich verheimlicht wird, um die Menschen in die Irre zu führen. Also müssen diese anscheinend eindeutigen Verse, die auf eine Trinität oder auf eine Dualität oder je nachdem hinweisen, im Lichte des Alten Testamentes interpretiert werden. Das wäre bei eindeutigen Versen
die darauf hinweisen, dass Jesus Gott sei. Und ihr könnt gleich selber entscheiden, Sie können selber entscheiden, ob wir diese Verse in der Bibel finden. Was wäre nun, wenn wir implizite Verse finden? Was heißt implizit? Das bedeutet interpretierbar, mehrdeutig. Implizite Verse, die sowohl bedeuten können, dass Jesus Gott ist, als auch bedeuten könnten, dass er nicht Gott ist. Dann wäre die Angelegenheit für uns noch deutlicher, noch eindeutiger. Und was wäre, wenn wir im Neuen Testament Beweise finden, klare, eindeutige Beweise, dass Jesus nicht Gott ist? Dann ist die Sache noch klarer und klarer am klarsten. Und jetzt soll jeder selber entscheiden. Ich bringe ein Beispiel. Soll ich anfangen mit den Beweisen dafür, dass Jesus nicht Gott ist oder für die, dass er Gott ist? Ich fange an mit einem Beispiel. Falls jemand gehen muss, damit er direkt das Ende mitbekommen hat. Ich frage euch eine Frage. Lügt Gott? Wer sagt, dass Gott lügt? Gibt es einen hier, der sagt, Gott lügt? Wer sagt, dass Gott die Wahrheit sagt? Alhamdulillah, einstimmig, Alhamdulillah, okay, einstimmig. Also keiner hat gesagt, er lügt. Manche trauen sich gleich nicht zu zeigen, ja? Also keiner sagt, Gott lügt. Okay. Wer sagt, Gott ist allwissend? Gibt es jemanden, der sagt, Gott ist nicht allwissend? Nee, Alhamdulillah. Okay, Jesus sagt, Markus 13, Vers 32, zum Mitschreiben, wenn ein Christ die Wahrheit haben will, Markus 13, Vers 32. Jesus sagt, wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Gott weiß, wann der jüngste Tag ist, oder? Okay. Er wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer, auf wen weiß den? Gott. Alhamdulillah, die Diskussion beendet. Entweder er weiß es und hat gelogen, dann ist er nicht Gott. Oder er weiß es nicht, dann ist er nicht allwissend, dann ist er auch nicht Gott. Ganz einfach. Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Eindeutiger als dies geht es nicht, deswegen habe ich extra gefragt. Ich habe die Frage schon des Öfteren gestellt. Immer dieselbe Antwort. Jeder sagt, Gott weiß alles, jeder sagt, Gott lügt nicht. Okay. Da kommt natürlich dann die Ausrede, die sagt, ja, weil irgendeine Ausrede muss man finden. Jesus hat durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben. Sagen wir, sehr schön. Laut eurer Theorie ist der Gott Jesus vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Wenn er durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgibt, ist er nicht mehr vollkommener Gott. Ganz klarer Fall. Wir können nicht sagen, hier, das ist die Allmacht, wir haben die Allmacht mit Steinen beschmissen oder wir haben eine Bazille der Allmacht zugeschmissen, hat sie Schnupfen bekommen, jetzt ist Gott nicht mehr allmächtig, weil er Schnupfen hat. Quatsch. Okay, jetzt kommen wir zu den Beweisen und ich mache es ganz schnell, weil es geht ratzfatz. Es gibt 5 allgemeine und 7 spezielle Beweise. Der erste allgemeine Beweis ist, dass Jesus Sohn Gottes in der Bibel genannt wird. Aber in der Bibel werden viele Sohn Gottes genannt. Jeder Christ kennt das Gebet, Vater unser im Himmel. Und in Exodus 4, Vers 22 steht, dass Gott gesagt hat, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dieses Argument können wir schon mal in die Mülltonne werfen. Hat keine Bedeutung, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Zweitens, Jesus wird Messias genannt. Sagen wir erstmal, Messias heißt nicht Gott. Was heißt Messias? Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Das heißt Gesalbter. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an. Wie versucht wird von einigen Institutionen, die Menschen von Kindheit an belügen. Von Kindheit an werden die Menschen belogen. Von einigen Institutionen. Glaubt ihr mir nicht? Okay, keine kleine Frage an die Nichtmuslime. Soll keine Kritik sein, ich war selber Christ. Wann habt ihr rausgefunden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Damit fängt das an.
Damit fängt es an. Hier. Messias. Dieses Wort Messias, viele werden in der Bibel Messias genannt, Gesalbter. Viele werden in der Bibel Messias, Gesalbter genannt, aber immer wenn es so aussieht, als wenn es auf Jesus hinweist, wird entweder Messias geschrieben oder Christos, das griechische Wort. Und wenn es auf einen anderen hinweist, wird die Übersetzung des Wortes genannt, Gesalbter. Beweis dafür, Jesaja 45, Vers 1. Dort steht, dass Kyros der Perser ein Gesalbter ist. Warum haben sie nicht Messias geschrieben? Damit sie sagen können, Messias bedeutet Gott. Der kommt als Gott. Zweite Widerlegung, die Juden haben niemals geglaubt, dass der Messias, der kommen wird, Gott sei. Dass Gott als Mensch inkarniert auf die Welt kommt. Haben sie niemals geglaubt. Das heißt, die haben es ganz anders verstanden. Punkt. Dann können wir also dieses Argument schon mal ganz klar sagen, in keinem Fall ein explizites, eindeutiges Argument, dass Jesus Gott sei. Drittens, Jesus wird Retter genannt. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an, wie wieder versucht wird, die Leute reinzulegen. In Jesaja steht, dass Gott der einzige Retter ist. Im Neuen Testament steht, Jesus ist Retter. Dann sagen sie, Gott ist der einzige Retter, Jesus gleich Retter, also ist Jesus gleich Gott. Ja? Jetzt kommt wieder die Täuschung, dass du siehst, dass an anderen Stellen, natürlich ist Gott der ultimative Retter, so wie er unser ultimativer Versorger ist. Wenn ich beispielsweise Geld kriege von meinem Arbeitgeber, ja, dann hat der Arbeitgeber mir etwas gegeben zur Versorgung, aber der eigentliche Versorger ist wer? Ist Gott. Und hier ist es mit dem Retter genauso. An anderen Stellen steht Retter und dann wird es anders übersetzt. Nicht als Retter, damit es so aussieht, dass Jesus der einzige Retter ist, also Gott. Zum Beispiel 2. Könige 13, Vers 5. Dort steht, ja, wird ein anderer Retter erwähnt. Und in der englischen Übersetzung von vor 100 Jahren stand dort Savior, Retter. Heute in der Übersetzung, wo sie gemerkt haben, oh Retter, eigentlich sollte Jesus der einzige Retter sein, weil wir wollen ja, dass es so aussieht, als wenn er Gott war, steht dort Deliverer. Das Wort ist dieselbe Bedeutung, aber dadurch, dass sie das anders übersetzen, es bedeutet auch Retter. Geben sie den Eindruck, dass Jesus der einzige Retter ist und damit Gott ist. Daran sehen wir wieder Täuschung und falsch. Der nächste Beweis für die Göttlichkeit Jesu, der Beweis, dass Jesus Gott ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Wir Muslime glauben auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Heißt das aber, dass er Gott ist? Heißt das, dass er Gott ist? Nein. Und außerdem, was ist dann mit Adam? Der hat weder Mutter noch Vater. Das ist ja noch mehr Gott, Doppelgott oder wie? Hebräer 7, dort wird ein Melchisedek erwähnt. Hebräer 7, das ist ein Kapitel in der Bibel. Wird Melchisedek erwähnt, da steht, der hat keinen Anfang, kein Ende. Das heißt auch keine Mutter, kein Vater. Was mit dem? Doppelgott oder wie? Das sieht kein Beweis. Als nächstes wird erwähnt, die Wunder, die Jesus gebracht hat. Stimmt, Jesus hat Wunder gebracht. Wir lieben Jesus. Aber sind die Wunder ein Beweis, dass er Gott ist? Nein. Dann müssten wir sagen, Elias ist auch ein Gott. Hat auch Tote lebendig gemacht und große Wunder gewirkt. Dann müssten wir sagen, Mohammed ist auch Gott. Nein. Das ist kein Beweis dafür. Jetzt zu den speziellen Beweisen. Die speziellen Beweise, und ihr müsst ihr eins merken, alle speziellen Beweise finden sich im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist komischerweise das jüngste Evangelium. Circa 90 vor Christus wird gesagt, wurde es geschrieben. Erstens, Johannes 1, Vers 1. Dort steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war ein Gott. Ein Gott. Und hier müssen wir feststellen, und dann wird gesagt, das Wort wurde Fleisch. Und wo lebt unter uns? Mit dem Wort soll Jesus gemeint sein. Und steht, das Wort war ein Gott. Und hier müssen wir eins sagen, hier steht, das Wort war bei Gott.
bei Gott. Das heißt, wir haben erstmal Gott, war ein Gott. Hier haben wir es mit dem, mit was zu tun? Mit dem unbestimmten Artikel. Und es ist etwas sehr Wichtiges, dass in der Bibel viele Menschen als Gott bezeichnet werden, aber nicht als der Gott. Zum Beispiel im Psalm 82, Vers 6 wird gesagt, dass Gott sagte, ich selbst habe gesagt, ihr seid Götter. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Das heißt, das ist eine Verdrehung des Sprachgebrauchs. Punkt. Und übrigens, es gibt da viele Diskussionen drüber, ja, über diesen Vers, wo selbst christliche Gelehrte zugeben, dass es kein Beweis dafür ist. Dann, zweiter Punkt. In Johannes 8, Vers 58, dort steht, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Das heißt, dass Jesus existiert hat vor Abraham. Wir sagen, wenn Jesus vor Abraham existiert hat, ist das ein Beweis, dass er Gott ist? Nee. Das ist etwas Bemerkenswertes, oder? Hat vor Abraham existiert. Aber es ist kein Beweis, dass er Gott ist. Und manche sagen, ich habe einmal mit Missionaren aus Südkorea geredet. Da ist das Christentum mit am stärksten verbreitet, ja? Und die meinten, dass das der stärkste Beweis dafür sei, dass Jesus Gott ist.